das Weiherstadion in Hechingen. Schon in wenigen Tagen steigt hier die diesjährige Ausgabe des Jump-and-Fly-Meetings. Deutlich früher als im letzten Jahr, am 9. Mai, wird, wie es der Name bereits vermuten lässt, vor allem geworfen und gesprungen. In der Tat, wir sind dieses Jahr sehr, sehr früh mit dem Jump and Fly, nämlich an Himmelfahrt bereits, also Anfang Mai. Aber das hängt mit dem internationalen Wettkampfkalender zusammen. Die Athletinnen und Athleten waren jetzt im Trainingslager und bereiten sich auf Europameisterschaften, Olympische Spiele vor. Und da kommen wir im Wettkampfkalender dann nicht mehr in den Sommer, Frühsommer rein, sondern bieten optimale Bedingungen für Vorbereitungswettkämpfe. Die Orientierung am Wettkampfkalender lässt es bereits vermuten. Auch bei der 14. Jump-and-Fly-Ausgabe gehen durchaus prominente Teilnehmer aus insgesamt 16 Nationen an den Start. Wir freuen uns auf große Namen, international große Namen und hoffentlich dann auch auf super Ergebnisse. Und das Schöne hier in Hechingen ist einfach, die Athleten sind nicht weit weg am Bildschirm und weit weg im Stadion, sondern die Zuschauer sind hautnah dabei, an der Bande, quasi auf Du und Du mit den Athleten zusammen. Bei den Disziplinen gibt es im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen. Mit Stabhochsprung, Weitsprung, Diskuswerfen und Kugelstoßen messen sich die Athleten auch 2024 wieder in 4 Wettkämpfen. Es sind im Stabhochsprung die Nummer 1 und Nummer 2 derzeit in Deutschland. Das ist der Oleg Zernikel und der Torben Blech. Dann im Kugelstoßen sind es die Top-Kugelstoßer aus Baden-Württemberg. Die sind gleichzeitig auch die Top-Kugelstoßer in Deutschland. An der Spitze mit Simon Bayer und Silas Ristl. Dann im Weitsprung haben wir insbesondere bei den Frauen internationale Athleten und natürlich die Lokalmatadorin Sandrina Sprengel, die hier einen Weitsprung absolvieren wird in diesem internationalen Feld. Eine Besonderheit gibt es beim Kugelstoßen, wo auch in diesem Jahr sowohl olympische als auch paralympische Athleten antreten. Unter anderem wieder mit dabei sind auch Weltrekordhalter Nico Kappel und Weltmeister Janis Fischer. Wir berichten am Montag im Sportmagazin noch einmal ausführlich im Vorfeld der Jump and Fly und im Nachgang sehen Sie bei uns alle Highlights und Ergebnisse.